Moin Freunde, was geht ab? Heute die MK14 mit im Gepäck und dieser wird dementsprechend auch wieder abgejackt von mir. Und ja, die Waffe MK14 ist eine Traditionswaffe, die gibt schon ein bisschen länger. MW3 war die erste Show-Auftritt sozusagen. Und kommen wir mal direkt zum Schaden, 48 bis 25, das heißt eine 3 bis 4 Schuss Waffe. Wobei auch eine 2-Schuss-Tötung möglich ist, aber dazu kommen wir nach ein bisschen näher drauf ein. Wir haben Headshot-Multiplier von 1,2, yeah, wir haben ein bisschen mehr. Und einen Oberkörper-Multiplier von 1,1. Und das macht es möglich, dass ihr vielleicht mit 2 Schüssen tötet, aber das auch nur auf sehr, sehr, sehr geringer Distanz. Deswegen habe ich nur gesagt, ja, 3 Schuss, weil die Distanz ist wirklich, also sprich der Pistole, beziehungsweise da kann man auch schon in den Nahkampf gehen. Letztendlich bringt das nichts. Deswegen effektiv gesehen 3 bis 4. Das klingt jetzt erstmal ganz vernünftig und ganz cool. Aber, naja, da der hat auch gewisse Schwächen. Und da haben wir mal Schuss pro Minute, ist 631, ist okay, aber das ist halt der maximale Trigger, sozusagen. Also, wer richtig hart triggern kann, kann so schnell schießen, aber das ist wirklich, wirklich nicht leicht. Aber mein Gott, der Rückstoß ist in Ordnung, also mittel bis niedrig. Ich hätte eher erwartet, dass sie ein bisschen niedriger ist, der Rückstoß. Fand ich ein bisschen schade, weil die Waffe ist echt nicht leicht zu bedienen. Gerade in diesem Spiel, wo man sich viel bewegt, viel durch die Luft fliegt. Ihr seht auch manchmal, ich fail dann oder so. Naja, Hüftfeuer bei der Waffe ist im Vergleich zu den anderen Sturmgewehren mal wirklich miserabel, also wirklich schlecht. Und dann halt noch das Einzelfeuer, das heißt, ihr seid meistens im Nachteil. Also ihr müsst da wirklich auf Distanz gehen oder so. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kim und Korn ist wie immer eigentlich, du hast den Ring und dann vorne das Kim und Korn. Ist in Ordnung, aber Leute, wenn ihr einen Rotpunkt habt, packt direkt einen Rotpunkt drauf, das ist unglaublich wichtig. Unglaublich wichtig. In diesem Sinne, sehr schnelle Nachladen ist 1,7 und langsames Nachladen ist 2 Sekunden. Ein absoluter Standardwert in dieser COD-Welt aktuell, in diesem COD-Teil. Nichts Besonderes, also weder schlecht noch gut. Und ADS, also rein und raus zoomen und so weiter, ist 1,25 Sekunden und 0,55. Ist okay, ist auch ein absoluter Basic-Wert, also hebt sich jetzt nicht groß von anderen ab. Natürlich mit schnell ziehen geht es alles ein bisschen flotter. Der Run-Speed ist standardgemäß wie bei allen anderen Sturmgewehren bei 90%. Das heißt, wenn ihr irgendwo schnell sein wollt, nehmt das Messer in die Hand, nehmt ein Pistol in die Hand oder ein MP, dann habt ihr 100% und dann wechselt ihr direkt schnell auf die MK14. Die besten Varianten von der MK14 ist Eagle Eye, Eclipse und Sheriff, wobei man bei Eagle Eye sagen muss, sie ist schon geil, aber keine Aufsätze. Keine Aufsätze oben, keine Aufsätze unten. Und das macht die Waffe natürlich so ein bisschen tricky. Also die ist nicht schlecht, macht schon Spaß, aber okay. Ja, was kann man overall zu dieser Waffe sagen? Ja, sie ist scheiße. So doof wie es klingt, die Waffe ist einfach scheiße. Sie macht, also sie ist ziemlich unterlegen im Vergleich zu Sturmgewehren wegen dieser Reichweite. Es läuft immer auf 3 bis 4 Schuss hinaus und die 3 bis 4 Schuss machen die anderen schneller. Und deswegen ist die beste Handhabung auch direkt, sage ich mal, Stellungsspiel und auf Distanz gehen. Das Problem ist, die Maps sind klein, Stellungsspiel ist schwer, durch das ganze Springen, Gebooste. Das heißt, es ist wirklich nicht leicht, diese Waffe bedienen zu können. Und ihr seht auch, ein absolutes No-Go wäre dann in dem Fall der Nahkampf. Weil da kann ich euch wirklich empfehlen, nicht da rein zu gehen, unbedingt. Zu guter Letzt kommen wir natürlich zur Aufsatzempfehlung. Die wäre natürlich der Klassiker schafft, um ein bisschen beweglicher zu sein. Schnell ziehen und nochmal das nochmal einen Tick schneller zu machen. Das wäre nicht schlecht, vor allem auf größere Distanzen. Und natürlich Rotpunkt. Und ja, abschließend zur Waffe kann man eigentlich nur noch sagen, wenn ihr sie nimmt, viel, viel Glück. Die ist wirklich mit Abstand das schwächste und schlechteste Sturmgewehr in dieser Kategorie. Und ich finde es schade, sie braucht unbedingt einen Patch. Und ich hoffe, da kommt gleich mal was von Sledgehammer demnächst. Und in diesem Sinne würde ich sagen, MK14 Advanced Warfare ist abgejackt. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn dann die letzte Sturmgewehr kommt, die IMR. Peace!